Hallo Leute und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier in unserem neuen Grab. Und da liegt auch noch was. Nehmen wir nochmal mit hier. Pfeile. Was eben geht. Ach nee, da bin ich ja hergekommen. Nee, dann will ich da nicht hin. So, so. Dann gehen wir mal hier runter. Gucken, ob wir hier was finden, auch noch unter Wasser oder was. Reicht, wenn wir über Wasser schwimmen. Mein Gott. Wahnsinn. Was die für Orte entdeckt hier. Ich brauche einen Funken. Wahrscheinlich geht es aber nur sie hier hin. Ja, ich glaube, ich muss hier unbedingt weg und das anzünden. Möglichst so, dass sie nicht Schaden bekommt. Ich will einfach nur Feuer. Ich verwechsel immer Feuer und da ist es normal Feuer, ne? So. Genau. Jawohl. Exorzismus, Kammer. Optionales Herausforderungsgrab. Wow. Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Krass. Da unten liegt auch noch was. Können wir das hier schon mal anstöpseln? Nee, du solltest da eigentlich nur ran. Das ist ein Hebel einfach zum Ziehen. Ich glaube, ach so, von unten wahrscheinlich wieder. So wie bei dem letzten einen Grab da, wo wir den Hebel ziehen mussten. Dämonenbesessenheit. Sie haben Exorzismen durchgeführt. Ja. Sieht so aus. Tief unter dem heiligen Boden unserer Stadt haben wir die Quelle der Verderbtheit entdeckt. Ein Höllentunnel schlängelt sich empor und verspeit den Pesthauch des Bösen. Die Verwüstungen des Dämons folgen keinem Muster, aber sein Zeichen ist deutlich. Männer zu boshaften Worten und Taten getrieben und Gottes Gnade entfremdet. Wir bringen sie hierher, zum Schlund der Hölle, um die Dämonen zu bannen. Nicht immer mit Erfolg. Oft sind die armen Kerle schon zu geschwächt und sterben, wenn wir ihnen die Bestien austreiben. Es ist schlimm, gute Leute zu verlieren. Aber wir müssen dem Teufel trotzen. In all seinen Formen. Gute Absichten, Exorzismuskammer. Ein Priester, Kitesh, will denjenigen helfen, die von Dämonen besessen sind. Tja. Man konnte ja früher auch irgendwie verrückte Leute nicht unterscheiden. Hab dann immer gedacht, dass sie alle besessen wären. Sobald dann irgendwas nicht normal war. Münzen. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Jetzt wiederholst du wieder alles. Ich muss irgendwie durchstoßen. Aber wir sammeln mal die Sachen noch ein. Heute ist mein Geist klar. Gestern war es nicht und wird es auch nicht wieder sein. Sie sagen, ich hätte den Teufel in mir. Ich sei besessen. Ich kenne die Bestie in meinem Herzen. Es bin nur ich. Nur mein kranker Geist. Aber die Priester hören nicht zu. Ich verüble es ihnen nicht. An manchen Tagen sind sie Verkörperungen von Schmerz und Hass für mich. So getrübt sind meine Augen. Ich spucke und jaule, denn ich bin irr. Aber ich weiß, es ist kein Arg in meinem Herzen. Nur Krankheit, die niemand heilen kann. Ja, wie gesagt. Die Leute wussten sich nicht zu helfen. Wer weiß, wie viele hier gestorben sind. Sie hielten diese Höhle für das Tor zur Hölle. Die Armen. Man sieht ja hier auch auf dem Boden, oh, schrecklich, überall diese Knochen und Leichen. Oh. Können wir hier unter Wasser runtertauchen und was tun? Ich glaube, das müssen wir rausholen. Boah, und die wurden dann da im Käfig ertränkt oder was? Grauenhaft. Echt schlimm. So, ich versuch's mal mit den Hebeln jetzt. Das war Nummer 1. Wir nehmen schnell Feuer. Das hat bestimmt schon irgendwie geholfen. Den holen wir auch runter. Den auch.
dann bumm. Oh. Das war nicht so gut. Von wo kann ich denn mal am besten schießen? Ich muss nach oben dann, oder? Ich muss ganz schnell nach oben dann rennen. Aber dann bin ich doch auf der falschen Seite, oder nicht? Dann ist auch alles ist hier dann so. Da tut sie sich viel zu doll weh. Hat das was gebracht? Ja, hat es. Das Ding hat sich doch schon bewegt. Das können wir auch irgendwie bewegen. So, jetzt ist das Giftzeug weg. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Ja. Durchstoßen und so. Das. Ja, ich muss mir das nochmal angucken, hier, was passiert, wenn ich an den Hebeln ziehe, außer dass hier das Gift kommt. Das Gas. Ist das irgendwie offen? Kann man jetzt was machen? Irgendwas tun? Oh, da war ich noch zu doll im Grün drin. Ich weiß nicht, was ich machen kann, außer das zum Explodieren bringen. Uns muss irgendwas. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Hinten muss es ja auch irgendwas mit auf sich haben. Dämonenbesessenheit. Sie haben Exorzismen durchgeführt. Ich mag das ja gerne da so hinschießen und dann explodiert alles, aber natürlich nicht so gerne, wenn ich selber drinne stecke. Wie wäre es, wenn man einfach unter Wasser geht? In dem Moment kann man das? Das kann sie aber nicht so schnell. Das ist ja auch irgendwie ein Hemi. Ah, okay. Das geht natürlich. Ja, gut, darauf bin ich nicht gekommen. Das Wasser ja dann weg. Geschafft. Alles klar. Gut. So, komm. Ach, und dann. Bums. Oder nicht. Nicht? Okay. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ja, pass auf. Ich muss irgendwie können wir aber hier stehen. Das geht jetzt schon mal anscheinend. Im Gegensatz zu vorher. Und wenn wir es dann anschießen oder so. Gut, müsste hoch genug sein. Geht das jetzt wieder von alleine runter? Oh, das ist so abartig, dieser Käfig. Endlich. Nein, es war nicht nah genug. Es war nicht nah genug. Aber fast. Aber fast. Okay. Wir sind aber auf dem besten Weg, wie es scheint. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Aber was hat es damit auf sich? Können wir das drehen? Das
Vielleicht bin ich auf der falschen Seite. Ja, eben. Wir müssen den Käfig einfach... Wer weiß, wie viele hier gestorben sind. Die andere Seite nehmen. Jawohl. Und dann machen wir Bumm und das Ding fliegt dagegen. Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Haha. Sehr schön. So, ein letztes Mal. Soll's sein. Sehr schön. Habe ich noch irgendwas übersehen hier? Nein. Dann geht's raus. Geschafft. Erstmal die Nebensächlichkeiten und dann gleich das Tolle. Für griechisches Feuer. Griechisches Feuer. Flammen von Feuerpfeilen und Molotow-Cocktails verursachen mehr Schaden, sind heiß genug, um sich durch die Rüstung des Feindes zu brennen. Das ist ja cool. Und wie mache ich das dann? So? Ah, ist das toll. Wir haben es geschafft. Jetzt geht's wieder zurück. Gut gemacht, Lara. Wir haben nichts übersehen. Sind hier wieder Ratten? Schade, dass man nicht auch unter Wasser noch Sachen finden kann, aber es gibt hier eh so viel zu tun. Ist auch nicht schlimm. Ja. Ich würde sagen, es geht direkt weiter. Nochmal hier gespeichert. Teile einsammeln, was halt geht. Und wieder raus. Mit unserem griechischen Feuer sollte das ja jetzt ganz cool werden eigentlich. War vom Rätsel das Grab jetzt aber auch nicht so schwer. Da habe ich es bei dem anderen länger gebraucht, um zu rein, dass ich da unten durchschießen muss. Ihr wisst wahrscheinlich noch, was ich meine. Das war da beim Haus der Kranken. Da ging das jetzt schon irgendwie leichter. Wobei ich nicht wusste, wozu dieses eine Ding zum Ranschießen gut war. Wo der Käfig dran hing. Aber ja gut, am Ende hat es ja dann doch noch Sinn gemacht. So, jetzt sind wir wieder in der verlorenen Stadt. Jetzt heißt es wieder aufpassen. Hier sind nämlich unsere Feinde. Ja, ja, klar ist hier ein Grab. Wir waren ja gerade drin. So. Jetzt wieder Augen auf. Jetzt können wir noch was einsammeln. Kiste. Da ist auch noch etwas, was ich nicht übersehen wollte. Wie komme ich denn da mal rein? Kann ich das aufschießen jetzt mit einer besonderen Fähigkeit? Kann ich was herstellen? Ja. Ich will nur mal 3 Stück. Kann ich das... Ich will hier eigentlich nicht so viel Lärm machen. Hab immer Angst, dass sie mich entdecken. Kommt man da von der anderen Seite rein?
Das sind die Spuren eines mongolischen Reiters. Sie sind viel ansehnlicher und eleganter, als ich erwartet hätte. Und sie wurden ausgiebig benutzt. Der Besitzer war wohlhabend, ritt aber dennoch mit der Armee. Ihre Stelle, nichts als Knochen, total abgefressen. Schrecklich, ganz schlimm. Hier sind über diese Gasdinger, da kann ich auch noch was freischießen. Ich hoffe, hier ist keiner. Zerstören Sie Metallbären mit Hilfe von Sprengladungen. Oh, ich bin immer zu nah dran. Muss echt mal mehr aufpassen hier. Ich will das immer so schnell erledigen, alles. Ich habe mir in dieser Eishölle eine Zuflucht eingerichtet. In einem verfallenen Turm. Ich habe genug Nahrung und Waffen, um mich zu verteidigen. Aber ich bin der letzte Überlebende. Bei Tag beobachte ich die unsterbliche Armee, verfolge ihre Wege. Sie folgen dem gleichen Muster, Tag ein und Tag aus, als ob sie träumen würden. Sie sind beängstigend, aber vorhersehbar. Was auch immer menschlich an ihnen war, wurde durch eine eiskalte Seele ersetzt. Ich muss vorsichtig sein, aber auch mehr herausfinden. Wenn die Quelle dies in den Händen eines Ketzers bewirkt, was könnte sie dann alles in den Händen der Gerechten tun? Er beobachtete sie aus der Ferne, um herauszufinden, ob sie eine Schwachstelle haben. Das war Beobachtung der Unsterblichen, einzig Überlebender. Sehr interessant, was auch andere so berichten und entdeckt haben. Ich glaube, das sind Pilze. So, irgendwie, da ist auch noch was. Oh nein! Mach Feuerpfeile bitte und nicht so einen Scheiß hier. Viel zu viel Aufsehen. Oh, da ist auch noch eine Ratte bei umgekommen. Naja. Die Arme. Noch ein Geheimnis? Die Halskette einer Frau. Aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss einer Adligen gehört haben. Sehr schön. Man sieht hier auch, wenn man nah ranzoomt, so ein bisschen, dass da was noch eingraviert ist oder da drüber gemacht wurde, der Bernstein. Ich weiß es nicht. Ist da auch noch was drin? Kann man da auch raus? Nee. Okay. Ja, die Pfeile kannst du bestimmt auch noch mitnehmen. Ich habe nur keine Ahnung, wo lang jetzt. Ich gehe mal hier hoch. Wir müssen irgendwie eigentlich mehr nach... Oh. Kann ich da die Dinger ranschießen? Genau. Nee, das wird nicht funktionieren. Woanders vielleicht, oder was? Nee, du solltest schon hier... Ah, hier. Okay. Komme ich hier hoch? Nee. Dann immer hin und her. Nee, das ist schon wieder falsch. Wo darfst du denn dann hingehen? Hm. Ich will direkt über mich, aber das macht sie nicht. Nee, das wird nichts. Das ist blöd. War ja schon recht weit. Machst du ihn noch da hin? Nee. Ah ja, ich hier so rum. Ist auch blöd. Das ist jetzt zu hoch, aber irgendwie... Nee? Pfeile schlagen der Nähe platzierte beim Einschlag heraus. Ja. Man soll ja aber hier hoch dürfen. Dann würde ich das auch ganz gerne schaffen. So, und zwar so, dass ich rankomme.
Mhm. Ja, ist schön. Wie komme ich jetzt hier weiter nach oben? Sie will nur ein Stückchen nach oben. Dann wäre es das schon. Ist auch cool, wie sie hier so an der Mauer gerade rumhängt. Einfach mal so ein bisschen abhängen. Ja, ich, aha, das geht auch. Das bringt ja aber nichts. Ah, mit unserem Enterhaken-Ding, alles klar. Okay. Ja, und tot? Nein, nicht ganz. Aber die Idee war schon mal gut, da den Haken zu benutzen. Jetzt dann... Ja, dann... Mein Gott, dann geh doch jetzt an den nächsten Pfeil. Das ist aber auch umständlich manchmal. So, und jetzt, ne? Ne? Genau. Jetzt bist du da. Jetzt können wir hoch. Hier hoch. Ich wollte nach rechts und dann hoch. Aber es geht ja... Oder rechts um die Ecke klettern. Aber es geht wohl nicht. Hm. Ja, schön hier. Mhm, mhm. So, und jetzt? Kann ich das nirgendwo ranmachen? Ja, das ist toll. Da ist was zum Ranmachen. Und da ist noch eine Glocke. Yippie. Das war 3 von 5. Und hier geht es dann auch wieder volle Kanne runter. Na, endlich haben wir die nächste Glocke gefunden. Und noch was. Ich muss eingeschlafen sein. Die Zeit lässt sich im Eis schwer schätzen. Die Unsterblichen waren fleißig. Wo gestern noch ein Aschehaufen schwelte, liegt jetzt eine Leiche mit milchweißer Haut wie ein toter Fisch. Als ich hinsah, hat der Tote geatmet. Es klang fast wie ein Todesröcheln, als er das erste Mal wieder Luft einsog. Dann sah er mich an und endlich erkannte ich ihn. Ich habe diesen Mann bereits getötet in der Schlacht. Er hat es nicht vergessen. Ich tötete ihn erneut, schlug seinen neuen Schädel ein, bevor er aufstand, aber wieder schwelt seine Asche. Wenn er aufwacht, werde ich fort sein. Der kalte Blick in seinen toten Augen war wie ein Versprechen. Wie der Phönix wird er auferstehen, wieder und wieder. Jedes Mal entschlossener, mein Leben zu beenden. Wenn ich bleibe, wird es ihm schließlich gelingen. Wiedergeburt. Er wusste, er würde vielleicht nie entkommen, also spähte er den Feind aus. Trotzdem haben wir es soweit jetzt geschafft schon. So bitter das hier auch alles sein mag. Und da hinten könnten wir nämlich noch zur nächsten kommen. Ja, das schaffen wir. Da schaffen wir es auch noch hin. Sehr gut. Ist hier unter uns noch was? Nein. Dann gehe ich jetzt hier mal hoch und ich würde sagen, an der Stelle, wenn ich hier nicht schon wieder mal war, das können wir noch runterholen. Wo sind wir? Wir Feuer. Ganz normales Feuer. So. Runtergeplumpst. Da ist noch eine Glocke. Da ist noch eine Glocke. Die hole ich mir noch jetzt. Hol dir die Glocke. Hier von 5. Wenn das mal nicht gut ist jetzt. Prima. Ich würde sagen, an der Stelle, wie gesagt, machen wir einen Cut. Das habe ich geschafft. Da ist auch noch irgendwas. Und da hinten und keine Ahnung. Also hier gibt es sehr, sehr viel zu entdecken. Gerade alles, weil alles so verwinkelt ist. In den Mauern. Wollte eigentlich da oben noch hin. In diesen Turm da. Ja, mal gucken, was wir noch alles hier finden. Und so zieht sich dann vielleicht ein bisschen hin. Da ist auch noch eine Statue, die wir uns vielleicht angucken könnten. Da ist noch was zum Einreißen vielleicht oder hochklettern. Naja, mal schauen. Leute, wir sehen uns. Bis dann.